Und es geht gegen Swirm 1559. Kommt mit Power von 108.000. Da muss ich wirklich mal aufschließen jetzt. Aber wenn man nicht nur One vs. One spielt, sondern andere Modi, dann geht das meist nicht mehr so gut rauf, ja. Jetzt gucken wir mal, was uns angeboten wird. Marksman Specialist wäre eine Möglichkeit. Quick Supply, Giant Specialist oder Elite. Also mich lachen am meisten entweder der Marksman Specialist hier an oder der Giant Specialist. Ja, ich glaube, ich nehme den Giant Specialist. Ich mag ja immer die Fangs nicht so toll. Andererseits ist es mit den Tanks zusammen immer ein bisschen angenehmer zu spielen als jetzt mit Crawlern, einfach weil sie so dieselbe Geschwindigkeit besitzen, ja. Das heißt, die kann man dann so ungefähr auf der gleichen Höhe aufstellen und dann muss man sich da nicht ganz so doll Gedanken machen. Und dann kann man die Crawler nämlich einfach hinten hinstellen, ja. So, jetzt gucken wir mal. Heavy Armor Specialist, der könnte hier tatsächlich pushen. Ich würde sogar mal schwer davon ausgehen. Ich könnte natürlich trotzdem aggressiv gegen ihn vorgehen, aber ich glaube, ich würde hier tatsächlich mal defensiv spielen dagegen. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie ich mich hier aufstelle. Man kann die Fangs ja auch tatsächlich nicht vor den Tower stellen, sondern die Sledgehammer. Das wäre möglich. Ich finde es nur immer gegen diese potenziell aggressiven Setups, und ich hoffe jetzt mal, dass er auch pusht, immer ein bisschen besser, die Fangs davor zu stellen und dann die Tanks eher zentral, ja. Also man kann dann natürlich immer noch ein paar mehr stellen. Ich stelle mich jetzt mal hier so mittig auf, vielleicht sogar so ein bisschen keilförmig. Und die will ich gar nicht, na, die möchte man halt hier in der Mitte aufstellen, einfach, dass die jeweils in die richtige Richtung schwenken, ja. Da ist aber immer die Frage, wie weit in die Mitte oder wie halt nicht. So, und jetzt kann man hier natürlich noch ein bisschen was dazu holen. Ich persönlich würde noch Crawler dazu packen. Man kann hier aber natürlich auch direkt noch Arclights spielen. Das ist auch möglich. Und im Zweifel würde ich Crawler nehmen. So, wo stelle ich die hin? Die würde ich jetzt tatsächlich sogar direkt hier mit dahinter stellen. Und dann gucken wir einfach mal, ob er sich entschließt, hier aggressiv zu spielen oder nicht. Nein, er stellt sich hinten hin. Okay. Aber dann habe ich hier nicht allzu viel verloren mit dieser Aufstellung. Das Einzige, was immer nur so ein bisschen ist, dass die hier an dieser Stelle natürlich immer recht dolle zusammenklumpen. Und dann könnte natürlich eine feindliche Artillerie immer recht stark sein, ja. Jetzt gucken wir mal, wie das hier alles abschneidet. Und der Heavy Armor Specialist, ja, man rümpft da manchmal so ein bisschen in die Nase, beziehungsweise früher war das vor allem der Fall. Was gibt das tatsächlich für einen riesigen Vorteil, nur wenn man sehr dicke Brocken baut oder so. Aber das ist schon unangenehm, weil gerade die Crawler-Fights verliert man dann auch. Man braucht immer zig Upgrades, damit man das für sich entscheidet. Also ist es gar nicht so schlecht, ja. Okay. Das hat jetzt gut funktioniert. Ich kann mir hier auch sehr... Oh, das ist natürlich auch sehr gut. Der Wasp-Swarm ist aber auch sehr unangenehm. Also den könnte ich auch gut gegen ihn spielen. Er kann das auch sehr gut gegen mich spielen. Extended Range, Sledgehammer sind aber so gut normalerweise. Nur dann kann ich mir... das ist free. Ich glaube, die nehme ich. Ja, kommt, ich nehme es. Jetzt müsste man halt eigentlich noch mehr Sledgehammer bauen. Ich habe nur jetzt ein bisschen Bedenken wegen den Wespen. Das heißt, eigentlich möchte ich auch gern hier außen noch Fangs hinstellen. Aber wenn man Extended Range Sledgehammer hat, dann will man davon natürlich eigentlich auch noch mehr bauen, ja. Und ich glaube, das mache ich. Dann soll er jetzt die Wespen spielen, ist okay. Und dann stelle ich das hier so hin. Die sind auch gleichzeitig ein ganz okayer Flankenschutz. Ich stelle die vielleicht sogar mal etwas weiter hinten hin. Bin ich mir nicht ganz sicher, dass die halt nicht umkehren müssten. Machen das mal so. Stehen die hier ungefähr auf der gleichen Höhe. Ja, die können noch ein bisschen rein. So ist in Ordnung. Und ich stelle die trotzdem so horizontal. Das ist auch okay. Oder so vertikal.
Schalten wir noch was frei. Die hier. Dann gucken wir mal. Okay, er nimmt die Rakete, nimmt halt hier meinen kompletten Schaff raus. Und das Gute an diesen Extended Range Sledgehammern ist halt, dass ich mir eventuell, ja, nicht hundertprozentig eine Artillerie auch sparen kann. Ja, wenn man nämlich eine gewisse Menge an Sledgehammern hat, dann sind die durchaus ein guter Chaff-Clear. Jetzt fehlt mir natürlich hier der komplette Chaff. Das ist halt doof, ja. Von daher, mit der Rakete hat er sich das da schon die Runde, sag ich mal, erkauft. Hat ihn jetzt nichts gekostet oder genau gleich viel wie meine Sledgehammer hier. Aber die Rakete hat ihm halt auch nur hier für die eine Runde was genützt. Und ich hoffe halt, dass das Momentum nicht allzu viel ausmacht. Und diese Sledgehammer hier insgesamt die bessere Wahl für mich sind. Komm, der wäre noch schön, wenn er stirbt. Nein, leider nicht. Okay, was haben wir jetzt hier? Skill Specialist. Ja, das ist eigentlich alles nicht besonders gut. Ich wurde mal kritisiert, dass ich das nie mitnehme. Aber ich sehe da jetzt auch keinen großen Nutzen dran, das zu tun. So, und da ich natürlich Giant Specialist bin und jetzt relativ gut Schaffclear habe, überlege ich natürlich schon, was könnte ich hier jetzt noch zusätzlich mit hinbauen. Also für mich bieten sich halt Boote an. Boote spiele ich natürlich immer lieber gern aggressiv. Ich würde jetzt gar nicht zu doll reagieren erst einmal. Und da ich mir jetzt hier noch nicht sicher bin, was ich machen möchte, grade ich die hier einmal ab. Und nehme wahrscheinlich trotzdem noch ein bisschen mehr Chaff dazu. Vielleicht einfach von außen noch ein paar mehr Fangs oder hinten, dass noch mehr Fangs reindackeln. Und dann könnte ich natürlich den Tanks jetzt durchaus ein Upgrade geben. So, ich könnte jetzt mit Reichweite spielen, dass die wirklich, also wirklich weit hinten stehen bleiben. Oder aber, was ich persönlich immer ganz gut finde, ist hier Mechanical Rage. Nicht wegen der Geschwindigkeit, mit der sie sich bewegen, sondern einfach wegen der Schussrate, ja. Die Tanks sind jetzt eigentlich mein Schaff-Clear. Und ja, die 50 hebe ich mir jetzt auf. Und dann würde ich natürlich gern sowas ergänzen wie potenziell Boote. Wir warten aber auch mal so ein bisschen den Unit Drop noch ab. So, und die Fangs sind hier, denke ich, eine ganz gute Wahl, weil er jetzt so Richtung Arclights geht. Und da kann man später die natürlich sehr schön ausstatten mit Schilden und so, ja. Die Level 2 sind durchaus gefährlich, weil der Damage-Output von den Sledgehammern natürlich recht niedrig ist. Das heißt, da brauche ich dann halt was, was ein bisschen Wumms hat, ja. Also zum Beispiel sowas wie, wie eben die Overlords. Ah, jetzt kriegt er hier meinen Tower leider. Schön wäre, wenn der vorher noch fällt. Er ist jetzt leider nicht vorher gefallen. Ja, und den kriege ich hier nicht. Das ist in Ordnung. Außen bräuchte ich auch noch ein bisschen mehr Chaff. Und die haben jetzt auch noch Level bekommen. Okay, so, jetzt gucken wir mal. Mhm. Scorpions sind gegen mich natürlich auch ganz gut. Die sind gegen mich auch gut. Nicht so einfach. Ich glaube, ich würde den nehmen und verkaufen. Und dann würde ich hier Richtung Boote anfangen. Haben wir gleich mal Field Recovery. Ich glaube, die Boote würde ich stellen. Da sind natürlich, muss man sagen, die Phönixe, die jetzt kommen könnten. Ein bisschen doof. Aber ist schon in Ordnung. So, gebe ich denen jetzt gleich ein Reichweiten-Upgrade? Oder versuche ich die Tanks noch ein bisschen zu pushen? Ich glaube, die kann ich hier noch leveln. Ich meine, er könnte jetzt hier natürlich trotzdem Scorpions spielen, aber ich denke, mit mehr Chaff, den ich hier noch bauen könnte, oder den ich bauen werde, wäre das auch noch in Ordnung. Vielleicht Crawler hinten rein. Ins Eck.
Weil hier waren die starken Balls, ne, auf der Seite. Das heißt, ich sollte das eher hier hinsetzen. Rakete könnte man auch noch spielen, mache ich aber nicht. Jetzt gucken wir mal, wofür er sich entschieden hat. Er hat hier diesen dicken Sabertooth und hat den nicht verkauft. Er hat natürlich noch die Option, den zu verkaufen. Oh, und die Tanks bleiben hier sehr lang dran hängen. Gucken wir mal, ob sich jetzt die Overlords hier behaupten können. So richtig glänzen sie ja erst mit Upgrades, muss man immer sagen, ja. Hier in der Mitte ist es wirklich sehr unangenehm. Da haben sich die Sledge mal ewig jetzt auf den da konzentriert. Ja, und der hat halt sehr viele Arclights, ja. Da muss man halt gucken, hat er da Anti-Air drauf? Da hat er auch Anti-Air drauf. Könnte sein, dass er das natürlich auch drückt. Den könnte er auch verkaufen. Ich meine, jetzt war es ja gar nicht so schlecht für ihn, ja. Der hat ihm schon viel gebracht, weil eben meine Sledgehammer da ewig drauf hängen bleiben. Mustang Production Line. Ich glaube, das bringt nicht allzu viel. Shield Specialist wäre eine Möglichkeit, dass man das einfach mitnimmt. Ja. Ich denke, das kann man machen. Auch das wäre eine Möglichkeit. Aber ich glaube, ich nehme einfach mal Shield mit. So, die haben jetzt hier natürlich gelevelt. Ist die Frage, ob man denen hier dieses Level auch gibt. Argumente dafür und dagegen. Hier in der Mitte muss natürlich auch noch mehr vorlaufen. Hier würde ich gerne Schilde vergeben. Da muss man natürlich auf Feuer aufpassen. Und deswegen ist es auch nett, wenn man hier in der Luft ist. Ja. Ich glaube, ich würde hier zwei Overlords stellen. Jetzt kann ich entweder ein Upgrade vergeben oder halt hier nochmal Chaff spielen. Chaff ist halt auch nochmal wichtig. Selbst Feuerrate könnte ich jetzt direkt spielen. Da wollte ich aber warten, was er macht, ob ich erst Reichweite spiele oder nicht. So, er wird höchstwahrscheinlich, was man auch machen kann, er hat jetzt die Rakete. Ich kann hier jetzt mal so Schilde spielen. Einfach, dass er hier nicht den ganzen Schaff wegnimmt, ja. Also ich glaube, die geht dann hier komplett ins Leere. Verkaufen brauche ich jetzt nicht. Ich denke, das geht so in Ordnung. Leveln brauche ich das eigentlich auch nicht. Ja, und ich glaube, das ist etwas mehr wert, als jetzt hier tatsächlich was zu vergeben. Mit etwas Glück bleiben die Schilde auch stehen. Also dürfen halt keine Balls rankommen, ja. Okay, er baut jetzt hier einzelne Marksmen mit Anti-Air. Okay, da muss man natürlich gucken, nicht, dass die hier gefokust werden. Das muss man hier vermeiden. Und Schaff ist halt immer noch hier ein Problem, ja. Oder mein Anti-Schaff. Ich glaube, die Sledgehammer, die reichen hier einfach nicht aus in der Mitte. Ne, die reichen nicht aus. Das heißt, da muss ich noch irgendwas machen. Was man natürlich machen kann, ist generell, ja, was würde ich... Wie war der Gedanke? Was man natürlich machen kann, ist, dass man hier, wenn man über die Feuerrate geht, dann beseitigen die natürlich auch noch effektiver Schaff, ja. Aber Wespenproduktion sieht hier, denke ich, ganz gut aus, weil Wespen natürlich auch so ein bisschen Schaffbeseitigung sind und gleichzeitig ein bisschen vorfliegen und die Marksmen besiegen. So, ich könnte hier Fire Badger zum Beispiel bauen, ja, das wäre eine Möglichkeit. Ich könnte aber auch Richtung Stormcaller gehen, die selber hier ihn mit Feuer angehen. Das wäre eine Möglichkeit, das ist ganz gut gegen ihn. Er hat Fangs, er hat dann Arclights und so weiter. Ich glaube, die sind gar nicht schlecht mit Feuer zusammen. Besser als die hier. Stelle ich ihn die dann hin? Hier so? Könnte man machen. Oder doch hier lieber so längst. Auf diese Art, ne? Dann gebe ich den einmal Feuer und hier mache ich die Wespenproduktion an. Genau. Und dann brauche ich selber noch ein bisschen mehr Schaff. Ja, wie gesagt, ich müsste hier auch, ich müsste hier unbedingt, oh ja, hat, was hat er denn hier drauf vergeben? Charge Shot, okay. Ich
würde auch gerne noch Schilde vergeben auf den Fangs. Ich habe einfach nicht genügend Geld. Direkt Schilde diese Runde wäre wahrscheinlich stärker. Die lasse ich mal noch mit reinlaufen. Sogar ein bisschen mehr von hinten. Reichweite ist dann natürlich eigentlich auch ganz gut drauf noch, ne? Dann geben wir hier mal noch irgendwas aus. Ich denke mal, das. Die Frage, ob er sich jetzt hier für Feuer entscheidet. Nee, Elite da drauf. Okay, interessant. Und ich habe ja auf meinen Wespen wieder Schild reingenommen. Dafür habe ich Elite weggenommen. Und das könnte jetzt passen. Der nervt hier immer noch so doll, ne? Das heißt, dem in der Mitte muss ich wahrscheinlich mal ein Level geben. Jetzt gucken wir mal. Die Balls fahren hier trotzdem durch. Die Wespen sind zu schnell weg. Mal sehen, ob das hier aufgeht. Er ist jetzt mal tot. Okay. Kann ich Wespen mit Schilden ausstatten, Fangs mit Schilden ausstatten. Ist alles möglich. Der möchte jetzt hier wahrscheinlich die Artillerie kontern. Das heißt, ich muss mir natürlich Gedanken machen, was ich jetzt zum Beispiel gegen eine War Factory mache. Dagegen sind natürlich gelevelte Overlords ganz gut. Na, das ist sogar die Improved War Factory. Photon Coating. Puh, nimmt er die Nuke und will mich hier richtig fertig machen. Ich könnte jetzt natürlich dolle Schilde stellen. Ich möchte gegen ihn eigentlich keine Nuke spielen. Ich glaube, ich skippe hier. Was hier, denke ich, sehr gut ist, ist auf jeden Fall das. Ich kann auf jeden Fall auch schon mal einen Kredit ausgeben. Hier Reichweite wäre auch stark. Dass die halt schön weit hinten stehen bleiben. Nur ich muss jetzt wirklich aufpassen hier, wie ich es mache. Mit einer Nuke kriegt dann natürlich meine Overlords raus. Das muss man sagen. Jetzt gucke ich gerade mal, wie ich das hier stelle. Ich hätte gesagt, eigentlich den in der Mitte müsste ich mal leveln, ne? Also als wenn er jetzt nuked, ist es halt Verschwendung. Zweimal Overlords sind, denke ich, trotzdem ganz gut. Ein bisschen weiter vor. Ich glaube, der hat auf den geschossen, ne? Na, vielleicht hätte ich auch Reichweite ausgeben müssen. Ich weiß jetzt nicht. Man müsste sehen. Ah, er nimmt eine Nuke, okay. Ah, und jetzt habe ich genau den gelevelt. Das ist natürlich ein bisschen Pech. Aber so ist es. Jetzt hoffe ich halt nicht, dass ich einfach sterbe in der Runde, weil das wäre sehr ärgerlich, weil ich glaube, dass mein Setup hier sehr, sehr gut ist. Gegen ihn. Oh ja, das ist bitter. Oh, das ist bitter. Ich meine, kann der richtige Call von ihm gewesen sein, das damit zu versuchen, ja. Wenn man insgesamt halt nicht so ein gutes Setup gegen den Gegner hat, also so würde ich es jetzt einfach beurteilen, dass das hier aktuell eigentlich nicht so gut ist von ihm, da muss man irgendwie das Ende suchen. Also das macht doch schon ganz richtig. Und sowas kann dann einfach auch mal ausreichen, ja. Dann ist ratzfatz alles vorbei. Und dann schön, dass man einen langen Plan hatte, aber dann ist er halt erfolgreich dagegen vorgegangen. Aber hier sieht es zumindest so aus, als wenn es für ihn nicht reicht. Interessant, dass er hier Missile Intercept genommen hat. Wobei, ich habe halt auch nur mal zweimal Artillerie. Das ist schon ganz okay. Und er hat jetzt hier auch noch Anti-Air ausgegeben. Eieiei. Range, Orbital, beziehungsweise Javelin. Könnte man hier auch eine Javelin raufhauen, um das alles wegzunehmen. Range insgesamt ist halt gut, aber super teuer. Oh, oder ich lege ihm hier eine Smoke hin. Ich glaube halt, dass die Smoke ganz gut ist. Wie weit schießen jetzt hier? Ich glaube, hier eine Smoke ist gut. Ich muss aber auch eine Smoke gegen mich aufpassen. So.
Jetzt könnte er natürlich hier wieder mit seiner Missile kommen. Spiele ich hier nochmal Artillerie oder spiele ich mehr Overlords? Spiele ich hier nochmal Reichweite eventuell drauf? Auf den Overlords. Ich glaube, Reichweite ist wichtig. Wespenschilde wären theoretisch auch noch wichtig, ne? Dass ich hier eine Wespe spiele. Der auf jeden Fall auch noch Schilde gebe. Hier nochmal Reichweite. Ah, hier brauche ich keine Missiles spielen. Hier brauche ich eigentlich auch keine Missiles spielen. Fängt das hier alles ab. Die hätte man vielleicht auch hier verkaufen können. Schwierig. Oh, jetzt habe ich nichts gemacht. Ich hoffe, die ist hier gut. Oh, er hat jetzt seine Crawler hier ausgestattet. Hat jetzt auserkoren, dass mein Schaft hier Mist ist. Das ist durchaus möglich. Also ich kann das jetzt hier sehr gut verlieren. Also das hat er ganz gut gemacht. Da kommt jetzt auch so ein bisschen durch, dass ich in diesen defensiven Setups wenig Übung habe. Schauen wir mal. Ich hoffe, seine Arclets kommen jetzt hier nicht groß ran. Na, sieht aber ganz okay aus. Es bleibt halt alles an diesen Wespen auch noch hängen mit den Schilden und so, ne? Das ist dann schon bitter. Ja, und hier die Arclets sieht man ja. Die bleiben hier länger dran hängen, also... Schaffclear, ja. Aber... Sobald das Schilde bekommt, lohnen sich die ganzen Kosten, die man da reingesteckt hat, nicht mehr. Und jetzt konnte ich es hier tatsächlich für mich entscheiden. Trotzdem Kompliment an Swirm. Er hat das hier ganz richtig erkannt. Mit der Nuke musste ich ganz schön dolle schwitzen. Und auch dieser High-Level Sabertooth, der hat ja jetzt, oder Sabertooths haben ja ein paar Buffs hintereinander bekommen. Die sind mittlerweile nicht nur fürs Verkaufen gut, sondern die können auch schon ganz schön lästig sein, ja. Man hat gesehen, dieser Chafclear hier, ich ordne jetzt Sledgehammer mit Mechanical Rage einfach mal als Chafclear ein. Der ist ja ewig hier in der Mitte mit dran hängen geblieben, ja. Und dann ist alles so ein bisschen in sich zusammengeklappt. Aber zum Glück hat es ja noch geklappt. Jetzt gucken wir nochmal, wie sich es hier ausgewirkt hat. 8 Punkte dazu und 1834. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.